Einen schönen guten Abend gewünscht. Mein Name ist Stefan Robrecht-Rohr und ich möchte im Namen von Südwind, von der Volkshochschule Linz und von der Initiative Fair Play herzlich willkommen oder Sie herzlich willkommen heißen zu dem dritten Abend in der Denkmal Globalreihe. Vielleicht noch einige praktische Sachen, bevor ich das Wort an unsere heutige Moderatorin, die Frau Dr. Gerda Hube, gebe vom Vorstand Südwind. Wie immer haben wir an der Rückwand einen Infotisch über Südwind und auch an die rechte Seite über die, die Fairtrade-Arbeitsgruppe von der Stadt Linz. Wie immer kann man die Nacht oder den Vortrag von heute auch nachher medial aufrufen, und dazu gibt es diese Lesezeichen, die man auch an die Infotisch, an den Ausgang erhalten kann. Und ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, dass wir nächste Woche nicht die Frau Machado zu Gast haben, die war schon vorige Woche bei uns, aber dass die Frau Susanna Scholl, also nicht letzte Woche bei uns war, aber uns am 4. Februar mehr über die Menschenrechtssituation in Bezug auf Großveranstaltungen in Russland berichten wird oder informieren wird. Und jetzt möchte ich sehr herzlich den Herrn Mansenreiter also auch mal begrüßen und herzlich Danke sagen, dass Sie heute Abend bei uns sind. Und ich übergebe dann sehr gerne das Wort an die Frau Gerda Huber. Danke. Danke. Ich darf Sie auch alle begrüßen und darf Ihnen Herrn Professor Wolfram Mansenreiter vorstellen. Er ist seit 2013 Professor für sozialwissenschaftliche Japanologie, so steht es im Internet, an der Universität Wien, wo er auch studiert und sich habilitiert hat. Geboren ist er allerdings in Krefeld in Deutschland. Er war 2010 und auch sonst mitunter in Kyoto. Das heißt, er kann Japanisch in Wort und Schrift, was sicher nicht viele Österreicher können. 2014, also voriges Jahr, hat er eine Arbeit veröffentlicht, Sport und Körperpolitik in Japan. Heute heißt unser Thema politische Ökonomie sportlicher Großevents. Es ist Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen, dass seit Peking 2008 die Gastgeber von diesen großen Veranstaltungen wie Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen in Ländern des globalen Südens, wo also die Ungleichheit zwischen Reich und Arm viel, viel größer ist als bei uns, stattfinden. Und ich und wahrscheinlich auch Sie alle sind schon sehr neugierig, wie Sie uns, Herr Professor Mansenreiter, erklären werden, warum sich die Machthaber dieser Länder so darum reißen, kann man ruhig sagen, solche sportlichen Veranstaltungen, wo sie ja viel Geld investieren müssen, auszurichten. Ich darf Sie bitten um Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Abend. Also spätestens jetzt wäre Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, also dass irgendwie mit dem Namen Mansenreiter etwas nicht stimmen kann. Wenn Sie also erwartet hätten, hier ein oberösterreichisches Idiom zu hören, hätten Sie wahrscheinlich recht von dem, was Sie erwartet hätten. Nur die Wirklichkeit sieht manchmal etwas anders aus. Das hat etwas mit Arbeitsmigration zu tun, mit der Veränderung von politischen Möglichkeiten, die es einem dann auch erlauben, auch als Mann eventuell dann also eben eine Entscheidung zu treffen zugunsten eines neuen Familiennamens, der mich dann sozusagen also eben oberösterreichisch sozialisiert hat. Aber ab und zu ist es dann doch immer wieder notwendig für einen Coming-out. Ne? Also ich gestehe, ich bin woanders geboren worden und auch in anderen Feldern eigentlich im Großen und Ganzen zu Hause, wie Frau Doktorin Huber mich vorgestellt hat. Also meine japanische Schrift und Sprachkenntnisse helfen mir relativ wenig dabei, wenn man sich mit Sportentwicklung und Interdependenz auseinandersetzt oder eben die politische Ökonomie von Sportgroßveranstaltungen diskutiert, für die ich eingeladen worden bin. Oder vielleicht, wie war das, 1964, 51 Jahre, 50 Jahre, 5 Monate ist es her, dass in Tokio
die Olympischen Sommerspiele stattgefunden haben, damals noch in der vielleicht also für TV-Zeiten noch nicht so interessanten Zeit von Oktober bis Anfang November haben sie stattgefunden. Aber damals, 1964, galt eigentlich nach OECD-Kriterien Japan auch noch als Entwicklungsland. Über 30% der Bevölkerung haben damals also ihr primäres Einkommen aus dem Primärsektor, aus der Landwirtschaft oder aus der Forstwirtschaft, Fischerei und so weiter bezogen. Und vielleicht könnte man auch überlegen, dass 1988 der Fall Seoul, ne? Also als die Olympischen Spiele dann zum zweiten Mal in Asien stattgefunden haben, eigentlich auch ein Land als Gastgeber aufgetreten ist, das also in der damals auch schon geltenden Begrifflichkeit als New Emerging Economy bezeichnet wurde. Also als ein Land, das irgendwie als Schwellenland diesen Schritt, ne, von einem agrarindustriell orientierten Staat hin zu einer Industrienation hin gerade vollzogen hat. Der große Unterschied vielleicht ist, dass also eben bis zu diesem Zeitraum Anfang der 80er Jahre, 90er Jahre hinweg es eigentlich noch eine andere politische Ökonomie gegeben hat, in der Sportgroßveranstaltungen situiert gewesen sind. Man mag ja von unseren amerikanischen Kollegen und Kolleginnen halten und denken, was man möchte, aber ich finde, es ist doch immer eine ganz gute Geschichte, dass sie eigentlich also von ihrem Vortragsstil gelernt, was ich von ihrem Vortragsstil gelernt habe, ist, dass es immer ganz gut ist, am Anfang schon zu sagen, worauf eigentlich der Vortrag hinausläuft. Dass man sozusagen die Take-Home-Message gleich am Anfang verpackt, dann weiß man also auch im Publikum immer eigentlich, wozu sich diese einzelnen später dann verabreichten Informationen verhalten. Und Sie sehen hier zwei Statements, die also dieses Spektrum an Meinungen und Einstellungen gegenüber der heutigen Lage und Bedeutung von Sport und Sportgroßveranstaltungen sehr gut repräsentieren. Das eine ist ein Zitat, relativ kürzlich von Ban Ki-moon, dem UN-Generalsekretär, der also sagt, Sport wurde zu einer Weltsprache, eine gemeinsame also Bezeichnung, die alle Wände herunterbricht, alle Schranken. Es ist eine weltweite Industrie, deren Praktiken also einen weiten Einfluss haben können. Aber am meisten ist es doch ein mächtiges Werkzeug, Instrument für Fortschritt und Entwicklung. Ja? Das ist die eine Seite, also in der eine sehr positive, optimistische Hoffnung gegenüber dem Sport zum Ausdruck gebracht wird, durchaus also auch versehen mit einer gewissen Form von Realismus, die also auf diesen industriellen Charakter der Organisation des Sports und vielleicht auch schon auf seinen wahren Charakter hinweist. Demgegenüber stehen also auch Einschätzungen von Personen, die als Sozialwissenschaftlerinnen sich also mit der Rhetorik und mit den Praktiken, mit den Voraussetzungen, Bedingungen und Auswirkungen von Sportgroßveranstaltungen auseinandersetzen. Das ist ein Feld, das also irgendwie seit 20, 30 Jahren zunehmend großes Interesse und Zuspruch hervorruft. Und das, was man hier sieht, ist eigentlich schon repräsentativ, sagen wir mal zumindest, für das große Lager der kritischen Sozialforschung. Ne? Die also sagen, dass all diese Projekte, und damit sind diese Sportgroßveranstaltungen gemeint, sind, die also massiv in ihren Auswirkungen sind und in ihrer Größe. Die kosten also viele Milliarden von öffentlichen Geldern und sie lassen zurück also sehr, sehr uneindeutige Hinterlassenschaften. Jedes, aber so gut wie jedes große dieser globalen Mega-Event resultierte in finanziellen Verlusten für seine Gastgeber, hat etwas zu tun mit der zeitweiten Aussetzung des demokratischen Prozesses, der Herstellung von exklusiven Räumen, von militarisierten Sicherheitszonen. Es hat etwas zu tun mit der Umsiedlung von Anwohnern und natürlich also auch mit einer Herabstufung der Lebensqualität in umweltökologischen Dimensionen. Ja, eine ganze Reihe von Vorwürfen, die also hier in diesem Statement zum Ausdruck kommt, das wie gesagt also ein State of the Art der kritischen Sozialforschung darstellt. Und auch die unkritische Sozialforschung wird sich dem im Großen und Ganzen nicht wirklich entgegenstellen können, denn wie wir sehen werden, es gibt einiges an empirischer Evidenz, die dafür spricht. So, die Take-Home-Message ist, nehmen Sie das obere
eher als ein Potenzial, ne? Also etwas, was theoretisch mit dem Sport in Verbindung gebracht werden könnte. Nehmen Sie das untere als die realistische Umsetzung, die damit zusammenhängt, dass Sport in erster Linie eben also durch seine industrielle Organisation in einen bestimmten Verwertungszusammenhang hineingebracht wird, der also diese Realisierung des optimistischen Potenzials sehr stark zurückfährt und eigentlich eben in sein Gegenteil verkehrt. Das kann man zum Beispiel also auch so sehen an der Art und Weise, wie der Sport auf der Welt vertreten ist. Manche von Ihnen kennen vielleicht diese Weltkarten, für andere von Ihnen ist es eine Darstellung der Welt in einer Form, wie Sie sie noch nicht gesehen haben. Was Sie also hier sehen, ist eine Karte der Länder der Welt, die in den Jahren seit den ersten Olympischen Spielen 1896 bis 2012 an den Spielen teilgenommen haben und Medaillen gewonnen haben. Und je mehr Medaillen an die sportlichen Delegationen dieser Länder geflossen sind, desto größer ist das Ausmaß, das dieses Land dann also auf diesen Karten nimmt. Und schauen Sie sich also beispielsweise hier die Peripherie des globalen Sportsystems, die Peripherien an, die also ganz klar Südamerika oder in Afrika beheimatet sind. Und das ist also sich also auch eigentlich also um keinen, wie soll man sagen, jetzt von den klimatischen zonenbedingten Effekt handelt, zeigt die Aufteilung zwischen den Medaillen, die bei Sommerspielen oder bei Winterspielen erzielt wurde. Sie sehen also, dass zwar hier im Winter dann also eben die Repräsentation von Europa, europäischen Nationen und den USA wesentlich stärker ist als, also noch stärker ausgeprägt ist als in den Sommerspielen, aber das Prinzip, die Logik, die man hier sieht, steckt doch in beiden Phänomenen gleichermaßen. Es gibt eine bestimmte Disposition, die dazu führt, dass es also eben zu einer Ungleichheit in dem politischen, also in dieser globalen Weltkarte des olympischen Sports kommt. Und das sieht man vielleicht also auch, wenn hier also eben noch ökonomische Faktoren mit in diese Darstellung der Welt hineingesteckt wird. Was Sie hier sehen, sind die 32 Länder, die an der Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika teilgenommen haben. Und die Farbe, beziehungsweise also die Farben stehen dann also eben für die Position, die sie dann im Endeffekt eingenommen haben am Ende des Turniers. Das ist also, dass der Gewinner Spanien und das dunkelgrüne ist der Finalteilnehmer. Die etwas weniger abgestuften Farben sind dann also eben die Halbfinal- oder die Viertelfinalteilnehmer beziehungsweise die letzten 16 und die Länder, die dann also eben auch noch unter den letzten 32 gewesen sind. So, das sind also die Farbcodes und die Größe steht wiederum also hier für die Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder. Also auch hier lässt sich also durchaus nachvollziehbar erkennen, dass es also einen gewissen Einfluss gibt über die Möglichkeiten eines Landes an den Sportgroßveranstaltungen dran teilzunehmen, dort repräsentiert zu sein, beziehungsweise also dort auch einen entsprechenden Erfolg vorzunehmen, der also eindeutig auch mit der Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder in Verbindung zu bringen ist. Ja, also das ist eine sehr schöne plakative Darstellung, die also auch statistischen Überprüfungen, Korrelationsberechnungen standhalten würde. So, kommen wir nochmal also über diese Bilder, dieser Verteilung der Teilnehmerländer und der Erfolgschancen, dann sehen wir also in dieser globalen Darstellung des Sports bei den Großveranstaltungen eine ganze Reihe von Faktoren, die also für eine Globalisierung des Wirtschaftssystems verantwortlich sind oder als auch als Nebenbegleiterscheinungen für Globalisierungstendenzen uns in vielen Bereichen bekannt sind. Und denken Sie also, dass es hier, also welche Länder dann teilgenommen haben, aus welchen Ländern die entsprechenden Repräsentanten der Nationalmannschaften kommen und in welchen Ländern sie ihr Geld verdienen. Denken Sie dran, also wer diese Clubs besitzt, kontrolliert. Denken Sie an die Art und Weise, wie die Medien also hier auch mit ein Mitspracherecht haben, dadurch, dass sie also teilweise Sponsoren der Liga sind, dass sie Besitzer der Clubs sind oder dass sie also eben auch über finanzielle Modelle an den Eigentumsrechten von einzelnen Spielern und deren Marktwert dran beteiligt sind.
Also sportbezogene Dienstleistungen, das ganze Know-how, wo es herkommt, ne, die Finanzierungsinstrumente, die Ressourcen, die Profite, wo sie hinfließen, all das zeugt also von einer sehr ungleichen Verteilung über die Welt hin, des Sports hinweg gesehen, was also diese Geografien des Konsums und der Produktion angeht. Diese gegenseitigen Abhängigkeiten, mit denen also die Profitchancen im globalen Norden abhängig sind von Ressourcen und Verwertungschancen aus dem globalen Süden, manifestieren sich in globalen Bewegungen, in Strömen von Personen, die also hier weltumspannend unterwegs sind. Die Arbeitsmigration, die also gerade im Sport dann also auch zu Nord-Süd, Süd-Süd, Süd-Nord-Bewegungen führen, in denen Trainer aus Österreich beispielsweise in Vietnam eingestellt werden oder Spieler aus dem Senegal in Frankreich vorzufinden sind. Also die Beispiele sind grenzenlos. Die Güter und Technologien, die, denken Sie daran, wo werden die Produkte hergestellt, mit denen Fußball gespielt werden, welche Länder sind also maßgeblich an der Herstellung von Bällen, den Schuhen beteiligt, in welchen Ländern sind also die Industrien beheimatet, die für die Herstellung der Trikots, der Uniformen und der ganzen Merchandising-Artikeln zuständig sind, in welchen Ländern werden diese dann maßgeblich konsumiert. Finanzen, Gelder und assoziierte Werte sind also auch weltumspannend unterwegs. Die Medien sorgen dafür, dass die Bilder eines Sportsystems dann also auch sich weltweit verbreiten, damit eine gewisse normative Wirkung erzeugen über die Art und Weise, wie Weltklasse-Sport dann eben auszusehen hat. Und über all diese Bewegungen von Aktivitäten, Praktiken und Repräsentationen werden auch Werte mit transportiert. Also die globale Verteilung des Sports ist nicht nur ein Geschenk an die Menschheit, mit der also Spiele und regulierte Verhaltensweisen weitergegeben werden, sondern hat auch durchaus etwas zu tun mit einer Disziplinierung, mit einer Orientierung in einem an kompetitiven Gesichtspunkten orientierten Bewegungsprogramm, das also sich auch sehr gut dann mit bestimmten ideologischen, wirtschaftspolitischen Vorstellungen in Verbindung bringen lässt. Politische Ökonomie ist häufig ein sperriger Begriff, der vielleicht auch dafür verantwortlich ist, dass heute so viele Sitze hier am Abend frei geblieben sind. Für viele Leute ist das ein politisch besetzter Kampfbegriff, der also dann ganz klar eher mit dieser radikalen politischen Ökonomie im Sinne von Karl Marx und den Sozialwissenschaften des 19. Jahrhunderts in Verbindung gebracht wird und damit also eigentlich ausgeblendet wird, dass bereits also die Grundsteine der modernen Wirtschaftswissenschaften sich sehr klar der gegeneinander, miteinander in Verbindung stehenden Verflechtung von Wirtschaft und Politik bewusst gewesen sind. Also die klassische politische Ökonomie und die klassische Wirtschaftswissenschaften basierte ja gerade auf der Vorstellung davon, dass es also irgendwie eine Systematik gibt von wirtschaftlichen Kräften, die also durch die Interferenz, durch die Hand oder das Wirken des Staats oder der politischen Mächtigen dann also in ihren Verteilungsmechanismen gestört wird. Das also vergessen worden ist, führt vielleicht also dazu, dass dieser Begriff heute eher sehr, also mit einer bestimmten Weltsicht primär in Verbindung gebracht wird. Und diese Weltsicht also berücksichtigt dann also auch in neueren Entwicklungen heraus die Überzeugung, dass im Sinne einer globalen politischen Ökonomie Entwicklungsbedingungen an einem Ort nicht zu lösen sind von der Art und Weise, wie also Menschen an anderen Orten leben, arbeiten, produzieren oder konsumieren. Also diese Art von globalen Zusammenhängen ist der klassischen Wirtschaftswissenschaft wohl auch bewusst gewesen, aber nicht in der Radikalität, wie sie also heute eher zum State of the Art gehört. Und daraus entwickelt sich dann also auch diese Frage, die in den beiden Statements am Anfang zum Ausdruck gebracht worden ist, inwiefern also Sport nun in diesen globalen Zusammenhängen als ein Werkzeug eingesetzt werden kann zur Entwicklung, zur Steigerung von Entwicklungschancen von Staaten und Gesellschaften
oder aber nicht vielmehr, also eben die Strukturen der ungleichen Entwicklung zwischen verschiedenen Ländern in dieser globalen Position innerhalb dieses voneinander abhängigen Netzwerks von Staaten vertieft. Und ganz spezifisch wollen Sie und meine Gastgeber heute Abend natürlich wissen, welchen Einfluss in diesem Zusammenhang Sport, Großveranstaltungen auf die Entwicklungschancen von Ländern im globalen Süden haben. Ja, und wie könnten diese aussehen? Also das, was Sie hier sehen, ist so eine typische Projektion, eine typische Darstellungsweise aus der Sicht von Leuten, die an das erste Argument glauben. Die also glauben, dass man mit dem Austragen von Sport-Großveranstaltungen durchaus also einen Boost, einen Wachstumseffekt auf die Wirtschaft des meistens eigenen Landes oder des Landes, für dessen Regierung man als Berater tätig ist, erreichen kann. Das hier ist also eine Folie, die ich übersetzt habe aus einer Präsentation des brasilianischen Sportministers 2012 bei einer Veranstaltung über Sportgroßveranstaltungen präsentiert, in der man also sehr schön sieht, ne, wie also hier Zahlen konstruiert werden, mit denen dann eine gewisse Form von Wachstumsdynamik errechnet werden kann, die man dann also eben auch der eigenen Bevölkerung verkaufen kann als Sinn und Zweck, warum es gut ist, die Fußball-Weltmeisterschaften in dem Fall nach Brasilien zu bekommen. Also 23,5 Milliarden Euro wurden also Dollar wurden an direkten Effekten ausgerechnet, indem also in die Infrastruktur hinein investiert wird. Es werden neue Straßen gebaut, der öffentliche Verkehr wird ausgebaut, es kommt zu neuen Besucherströmen, also der zusätzliche Tourismuskonsum, der im Zusammenhang mit dem Event zu erwarten ist. Und natürlich kommt es auch zu einem zusätzlichen Privatkonsum, angeheizt durch die sekundären Effekte, dadurch, dass mehr Jobs, neue Geschäftsmöglichkeiten zu dem Zeitpunkt vorhanden sind. Und das Ganze kumuliert dann also in indirekte Effekte, die also mehr Geldzirkulation durch die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, durch die neuen Einkommensquellen hervorgerufen haben, das Produktivitätspotenzial, das gesteigert wird durch diese modernisierte neue Infrastruktur. Und natürlich kommen also dann eben nach der WM auch noch mehr Touristen in das Land, die also diese ganzen schönen Bilder des unzweifelhaft schönen Landes gesehen haben. Und daraus errechnen sich dann also über die Jahre hinweg gesehen ein Effekt von 90,2 Milliarden Euro. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man diesen Effekt dann wahrscheinlich auch noch viel genauer herunterrechnen könnte auf Dollar und Cent. Wobei man sagen muss, zum einen schauen Sie sich also dieses den Effekt auf das kumulierte Wachstum über die Jahre hinweg ein mit 0,4%. Es ist kein Lärchal bei 90,2 Milliarden US-Dollar, aber es ist irgendwo nicht der Effekt, der irgendwie über Gedeih und Verderben, sagen wir es mal so, ne, der brasilianischen Wirtschaft in diesem Jahrzehnt entscheiden würde. Das ist der eine. Und der zweite ist natürlich, dass also irgendwie diese Rechnungen man in vielen also Formen wiederfindet, die auf sehr einfachen, sehr einseitigen Modellannahmen basieren, die also hochgerechnet werden, ohne dass sie sich tatsächlich mit den tatsächlichen Effekten auseinandersetzen. Es ist also auch plakativ für diese ganze Diskussion über die wirtschaftlichen Effekte von Sportgroßveranstaltungen, dass man diese Zahlen im Endeffekt immer in den Jahren vor dem Event, während der Bewerbungsphase oder während der Planungsphase in den Medien zirkulieren sieht, wobei es dann relativ wenig an Interesse nachher gibt, sich mit tatsächlichen Berechnungen der Kosten und der Gewinne, wo auch immer sie geblieben sind, auseinandersetzen möchte. Ne? Das ist also irgendwie auch nur mal ein erster Kaviar, eine erste Warnung, ne, gegenüber diesen Zahlen, die man dann also häufig in der Presse wieder sieht. Vielleicht erinnern Sie sich auch in dem Zusammenhang an ähnliche Prognosen, die in den Jahren 2005 bis 2008 in der österreichischen Presse über die wirtschaftlichen Effekte der halben Europa-Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft in Österreich hätten stattfinden sollen. Auch zu dem Zeitpunkt hat man also selbst in der liberalen Presse, kritische Presse,
wüsste ich jetzt nicht, aber in der liberalen Presse, im Mainstream, also eben eine sehr unkritische Wiedergabe von solchen Prognosen gefunden, die also zum Teil von Wirtschaftsberatungsgremien erstellt wurden, die also von der industriellen Vereinigung oder vom Bundeskanzleramt, in dem damals die Sportagenten beheimatet waren, beschäftigt worden sind. Also man sieht auch dort bestimmte Interessenlagen, die sich dort verknüpfen und die zu bestimmten Ergebnissen führen. So. Wenn man von Sportgroßveranstaltungen spricht, in diesem Kontext hier, dann muss man vielleicht also irgendwie auch versuchen, das Ganze mal etwas zu konzeptionalisieren oder zu definieren. Dass es sich dabei also um sportliche Veranstaltungen handelt, ist klar, dass es dabei um ein Turnier handelt, vielleicht auch aus diesem Turniercharakter, in dem also über verschiedene Stadien dann ein Gewinner, ein Sieger herauskommt. Das hat dann auch etwas mit dem dramatischen Charakter dieser Veranstaltungen zu tun. Und um diesen dramatischen Charakter hinaus gesellen sich häufig also auch kulturelle Inszenierungen, in denen bestimmte Botschaften über den Sport, über das Land, über den Sport in dem Land oder über das Land und seine Position in der Welt zum Ausdruck gebracht werden sollen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Eröffnungsveranstaltung der letzten Olympischen Spiele in London, die also sehr klar dann irgendwo hingewiesen haben auf den Einfluss, den irgendwie eine moderne Popkultur made in England auf die Entwicklung und auf die Position Britanniens in den letzten Jahrzehnten gehabt hat. Ne? Das mehr oder weniger auf der gleichen Stelle in einem Narrative, in dem also auch die der Entwicklung, der Untergang des britischen Empire zum Ausdruck gebracht wurde, womit allerdings auch gleichzeitig wieder erklärt wurde, warum Sport heutzutage von so großer Bedeutung ist. Also kulturelle Inszenierungen gehören auch zu diesen großen Veranstaltungen. Sie müssen eine internationale Signifikanz haben, beziehungsweise auch schon interkontinental von ihrer Bedeutung her sein. Die Organisation, die Durchführung, das Management finden in der Regel statt durch eine Kombination von Vertretern der Regierung, der öffentlichen Gebietskörperschaften, die gemeinsam mit internationalen NGOs, und in diesem Fall sind das also häufig profitorientierte internationale NGOs, sich um diese Organisation kümmern. Sie sind in einem bestimmten internationalen, mittlerweile also auch globalen Kalender von Ereignissen hinein eingebettet, kehren zyklisch wieder, damit diesem also vierjährigen Rhythmus zum Beispiel der Fußball-Weltmeisterschaften wird also auch gleichzeitig ihr Seltenheitswert bekundet, was wiederum dann also auch eine bestimmte Auswirkung auf den Marktwert hat. Die Events an sich sind von mehrwöchiger Dauer, aber sie sind in einen viel längeren Zeitraum hinein eingebettet, der also häufig anfängt mit einer Selektionsphase, in der also sozusagen das Potenzial von einem Ort, von einem Host, von einem Gastgeber als Stadt, einer Region oder eines Landes ausgetestet wird. Dann kommt also die Kandidaturphase, die Bewerbungsphase und dann kommt die Vorbereitungsphase. Das dauert in der Regel also heutzutage 7-8 Jahre, bevor dann also das eigentliche Event stattfindet. Und mit dem letzten, Inszenierungsszenen dieser Veranstaltung fängt dann eigentlich auch schon die Dokumentationsphase an, die Aufarbeitungsphase, die Verwaltung des Erbe, der Hinterlassenschaften, dessen, was heute als Legacy häufig also auch in den Diskursen beschwört wird. Und das zieht sich dann nochmal auf einige weitere Jahre hinweg. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch der enorme, also die Popularität, dieser Massenappeal, den diese Veranstaltungen haben, die sich dann auch wiederum in dem Marktwert niederschlägt. Man kann also hier irgendwie eine Abstufung von verschiedenen Kategorien von Sportgroßveranstaltungen ziehen. Im Prinzip also für mich in meinem Diskursfeld, wenn ich von globalen Sport-Mega-Events spreche, dann sind eigentlich nur diese A-gerankten, ne? Die Kategorie A kann davon angesprochen werden, weil das tatsächlich also die Beispiele sind, die all diese Faktoren der interkontinentalen Signifikanz, der Seltenheiten, der Organisationsform und so weiter erfüllen. In gewisser Weise gilt das also auch für diese Second Order oder diese B-Kategorie
Events wie beispielsweise die UEFA-Fußball-Europameisterschaft, die Olympischen Winterspiele, die nicht mehr ganz so global das Interesse hervorrufen, aber immer noch von ihrem Potenzial und ihrer Organisationsform her sich sehr stark an diesem Modell der A-Kategorie orientieren. Das könnte man dann also eben auch weiter herunter abstufen und kommt dann also auf mehr regionale Spiele oder auf sportartenspezifische Mega-Events und dann also auf neuere Kategorien wie beispielsweise die Olympischen Jugendspiele. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie wissen, wo die letzten Sommerspiele im letzten Sommer stattgefunden haben. Kann sich jemand daran erinnern? Olympischen Jugendspiele 2014 fanden in Nanjing, in China, also Continental China statt. Und die Winterspiele 2012, kann sich da jemand daran erinnern, wo die stattgefunden haben? Man, immerhin Olympische Spiele, Jugendspiele, aber die Olympischen Jugendspiele im Winter 2012 fanden in Innsbruck statt, also gar nicht so weit von hier. Ne? Sochi, Olympische Winterspiele, wo die stattfinden, das nehme ich an, wissen die meisten von Ihnen. Gut, also es geht eigentlich um diese Kategorie A-Events, von denen ich am Reden bin. Die Second Order, diese Zweitgerangten, sind im Prinzip ganz ähnlich, aber letztendlich eben dann doch wiederum etwas aus dieser Diskussion herauszunehmen, wegen der begrenzten Reichweite. So, also das, jetzt geht es also um das Austragen, das Ausrichten von Sportgroßveranstaltungen. Wenn man sich also hier die Karte auf der linken Seite anschaut, in der Sie also die Gastgeberländer der Fußball-Weltmeisterschaften der Männer, wohlgemerkt, seit 1930 sehen, dann sehen Sie also hier auch eine sehr starke Konzentration, die also auf die Europa hinweist, in denen der Großteil der Vereinen, also dieser Spiele stattgefunden hat. Dann hat es also insgesamt 5 Turniere in Südamerika gegeben, die in den Jahren 1930 bis 1986 stattgefunden haben. Nein, das wäre dann also Mexiko, wenn man das auch noch als Lateinamerika zumindest dazu zählen würde. Und jetzt also eben als 6. Event und wieder im globalen Süden vom Sommer 2014 Rio de Janeiro. Ansonsten also gibt es noch ein Event zu vermelden für den afrikanischen Kontinent und eins für den asiatischen Kontinent, Japan, Korea, die also 2002 als Gastgeber tätig gewesen sind. Das hier ist eine Karte, die Ihnen die Austragungsorte der Olympischen Spiele von 1896 bis 2018 darstellt. Die roten Punkte stehen für Sommerspiele, die blauen für die Winterspiele. Und auch hier eine ganz klare Konzentration, Verteilung, die sich also auf den europäischen Kontinent bezieht. Nona net, wenn man also 1896 andenkt, die Anfänge, damals waren also gerade 7 Länder Mitglied der Olympischen Bewegung, der Olympischen International Olympic Committee, dem mittlerweile mehr Länder angehören als den Vereinten Nationen. Aber damals hat eben 7 Länder, die also hier in Europa konzentriert gewesen sind, und viele Länder, die also hier mittlerweile die Weltkarte oder den afrikanischen Kontinent darstellen, existierten zu dieser Zeit als unabhängige Staaten ja gar nicht, sondern waren Bestandteil von manchen dieser Länder, die damals, also wie England oder Frankreich, bei diesen ersten Spielen dran teilgenommen haben. Nun gut, aber auch irgendwie 50, 60 Jahre an also Befreiung haben nichts daran geändert, dass im Endeffekt also eine Lage in der Nähe vom Äquator letztlich sich irgendwie als nicht besonders vorteilhaft für die Austragungschancen der Olympischen Spiele zum niedergeschlagen haben. Also auch dort ist also mehr der globale Norden in den Vorzug gekommen, sich an diesen Spielen dran zu beteiligen. Dass das also irgendwie nur bedingt zu einem Problem werden muss für die Austragenden, für die Gastgeber, beziehungsweise also auch für die Organisationen, die als Rechteinhaber wie das Olympische Komitee oder der Fußballwelt
Verband also dafür sorgen, dass die Spiele gemäß ihren Vorstellungen und Vorgaben ausgetragen werden, zeigt sich beispielsweise also in diesen akkumulierten Zuschauerraten, die darauf hinweisen, dass also Milliarden von Menschen diesen Spielen in den letzten 1996, in den letzten 18 Jahren gefolgt sind. Ja, und auch hier wiederum etwas, also das sind Daten, die aus dem Marketing-Newsletter des Olympischen Komitees stammen, die also auch diesen Hockeyschläger-Effekt zeigen, ne? Also eben eine aufsteigende Kurve, die dieses nach wie vor starke und zunehmende Interesse an ihrem Markenevent zum Ausdruck bringen sollen. Verbunden also mit diesen mit den Einschaltquoten der Reichweite sind dann also auch die Einnahmen, die aus der Übertragung der Sportveranstaltungen dann wiederum in die Kasse der Rechteinhaber zurückfließen. Hier sehen Sie also von 1960 bis 2012 hinweg die Fernsehrechte, die Einnahmen, die sich daraus ergeben haben. Und eigentlich also ist bis 1980, bis in die 80er Jahre hinweg, also sind es also sehr, sehr geringe Summen, die hier generiert werden. Im Prinzip also fängt diese Dynamik erst hier mit also auch der Veränderung von Medienmärkten, der Privatisierung des Fernsehens, der zunehmenden Konkurrenz, dann also irgendwie mit den Hollywood-Spielen 1984 von Los Angeles an. Und seitdem also existiert eigentlich auch erst wirklich der Diskurs über die Geldmaschine der Sportgroßveranstaltungen. Sämtliche Gastgeber, also bis hier in Montreal vor allen Dingen, galten also immer, für die war das eine Frage der Ehre oder eine Frage der Gegenseitigkeiten, mit der man also auch mal eine Sportgroßveranstaltung ausgetragen hat. Aber die Stadt Montreal beispielsweise hat sich also für die Austragung der Spiele dermaßen in Schulden gestürzt, dass die Nachkommen der Bevölkerung, also bis vor wenige Jahre hinein, nur mit der Rückzahlung der Kreditaufnahmen der öffentlichen Schuldverschreibungen hin beschäftigt gewesen sind. Gut, aber ich meine natürlich irgendwie so 2,5 Milliarden US-Dollar, wow, ne, die irgendwie als Einnahmen zu machen, das zeugt natürlich irgendwie davon, wie sehr also solche Zahlen, wenn sie irgendwo auftauchen, dann auch wiederum eine gewisse Magnetwirkung haben, auf die Attraktivität hier als Gastgeber in Erscheinung zu treten. Dass diese Gelder vielleicht aber womöglich in ganz andere Kreise hineinfließen, das wird dann häufig nicht in den Medienberichten erwähnt. Eine zweite Schiene, die in den letzten Jahren also auch sehr, auch seit eigentlich den Olympischen Spielen von Hollywood, also von Los Angeles 1984 angefangen hat, entsprechend neue Einnahmenquellen für die Ausrichter zur Verfügung zu stellen, sind die Art und Weisen, wie also Sponsoren und Werbekunden in die also Vermarktung der Olympischen Spiele eingebunden werden. Und auch hier also eine entsprechende ansteigende Quote, die also auf nahezu 1 Milliarde US-Dollar Einnahmen für das Olympische Komitee für die letzten 4 Jahre angestiegen sind. Also das ist also von den Wachstumsquoten her der am stärksten ansteigende Bereich. Und mit diesem TOP, diesen Top-Partnern, sind eigentlich nur die Unternehmen gemeint, eine bestimmte kleine Anzahl von Unternehmen, die also für diese 4 Jahre einer Olympiade, nach dem Ende einer Olympischen Spiele bis zu dem Ende der nächsten Olympischen Spiele, diese Exklusivrechte haben, sich mit dem als Partner der Olympischen Spiele zu präsentieren und die sich diesen Luxus dann also eben auch dann, können Sie ja ausrechnen, 950 durch 11 waren das letztes Mal, ne, ungefähr 80, 90 Millionen Dollar kosten lassen. Das sind also diese Top-Programme, die also mit dem Broadcast, mit den Fernsehrechten zusammen die maßgebliche Einnahmequelle für die Olympischen Spiele darstellen. Das Domestic Sponsorship, also Sponsoren, die vor Ort akquiriert werden, die also aus den Ländern der Gastgebernationen kommen, ist also ein Programm, das mittlerweile eingestellt wurde zugunsten einer weiteren Unterteilung, ne, in der also dann also nationale Partner, offizielle Supplier und offizielle Provider dann auch noch in das
in die Bewerbung der Olympischen Spiele mit hineingebunden werden. Und mittlerweile gibt es da also auch eine regionale Diversifizierung, die also dafür sorgt, dass also solche Provider oder Supporter dann also eben für den südamerikanischen Markt nicht unbedingt die gleichen sein müssen wie für den europäischen oder den asiatischen Fernsehmarkt. Also auch dadurch werden noch weiter die Einnahmenquellen gesteigert. Was traditionell für den Sport, ne, die wichtigste Einnahmequelle gewesen ist, sozusagen die Einnahmen von den Leuten, die also so interessiert daran gewesen sind, dass sie zu dem Ereignis hingegangen sind, das ist also der Bereich, der mittlerweile also eben auch sehr viel stärker wie eine Art von Subvention wirkt, ne, in den Relationen, die also diese Summe dann im Vergleich zu den Fernseheinnahmen oder zu den Sponsoring-Einnahmen ausmacht. So, also damit sitzt man also in den 80er Jahren, hat die Olympische Bewegung angefangen mit diesem Konzept, das dann also auch so erfolgreich gewesen ist und so attraktiv, dass der Fußballweltverband mit einer ungefähr 8- oder 10-jährigen Verzögerung dann also auch auf den Zug aufgesprungen ist. Die waren noch gebunden und geknebelt an bestimmte Verträge. Bis die ausgelaufen sind, konnte man also eben nicht anfangen, wiederum die Fernsehrechte dann irgendwie an die Bestbieter zu verkaufen. Das hat dann also erst angefangen 1994. Ne? Und auch hier sieht man also eben, dass das ein Geschäft ist, das also mit verschiedenen Partnern, mit verschiedenen Sponsoren und mit verschiedenen Regionalsponsoren dann also eben sehr stark diversifiziert ist. Für die FIFA sind also hier diese grünen Anteile aus dem Fernsehbereich der Löwenanteil, ne, aus dem sie sich finanzieren. Allerdings also auch über die Jahre hinweg gesehen ist also diese Marketingstrategie zunehmend erfolgreich gewesen und bietet also eben dann auch entsprechende Wachstumskurven, die stärker ansteigen als beispielsweise die Fernsehrechte in den einzelnen Bestandteilen, die die Einnahmen von dem Fußballweltverband zum Inhalt haben. Und dieses System, also wie gesagt, ähnelt sich sehr stark in der Art und Weise, wie also auch das Olympische Komitee sich mit seinen Sponsoren und Partnern versieht. Auch die UEFA hat von diesem System gelernt, orientiert sich auch daran. Und wenn sie, hier anschauen, dann sehen Sie also hier, dass also die UEFA über einen 4-Jahres-Zyklus weitaus höhere Einnahmen lukrieren kann aus ihrem System als die FIFA. Also der Europäische Fußballverband ist von seiner Wirtschaftskraft besser aufgestellt, was also damit zusammenhängt, dass der Großteil der Einnahmen also eben nicht aus der alle 4 Jahre stattfindenden Europameisterschaft generiert wird, sondern aus der Vermarktung der Champions League und der Europa League. Also die haben also noch den Vorteil, dass sie sozusagen bei einer laufenden Veranstaltung drauf zugreifen können. Eine Möglichkeit, die der Fußballweltverband sicherlich auch gerne nutzen würde, nur aufgrund von logistischen Beschränkungen ist das nicht ganz so einfach umzusetzen, dass man irgendwie jede Woche dafür sorgen kann, dass ein asiatischer Cupmeister gegen einen afrikanischen Club oder gegen einen nordamerikanischen oder gegen einen südamerikanischen antreten könnte. Aber stattdessen hat sich also FIFA dann zumindest darum bemüht, eine ganze Reihe von assoziierten Veranstaltungen, Turnieren in die Welt zu setzen. Ob das also eben die Fußball-Weltmeisterschaft für Frauen ist, für Junioren, für Jungspieler. Ne? Da gibt es also mittlerweile neun Events, die alle auch als Weltmeisterschaften im Bereich Fußball ausgetragen werden. So, wir haben jetzt also einiges gehört über die Einnahmen, die generiert werden können aus den Spielen. Und hier haben wir nun also eine Aufstellung der Kosten, der ungefähren Kosten, die also mit der Ausrichtung oder der Organisation der Spiele in Verbindung gebracht werden. Für Deutschland 2006 taucht hier eine Zahl auf in der Höhe von ungefähr 6 Milliarden US-Dollar. Für Südafrika ist die Zahl also mit 3,5 etwas niedriger. Für Brasilien sind es 11, für Russland werden 20 Milliarden erwartet. Und für Katar 2022 schießt diese Summe auf 200 nach oben. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es tatsächlich sich auch in diesen Größenordnungen befinden wird. Ne?
So, 6,2 Milliarden übersteigen natürlich dann also schon irgendwie auch wiederum die Einnahmen von ungefähr 3,5 Milliarden, die aus diesen Fernsehrechten Top-Sponsoring-Programmen generiert werden bei weitem. Was ist da los? Das sieht man also auch hier an dieser Gegenüberstellung von Einnahmen und von Kosten bei den Olympischen Spielen. Fußball-Weltmeisterschaften werden von Ländern ausgetragen, die also irgendwie laut Statuten, laut den Bedingungen des Rechteinhabers in mindestens 8 Stadien stattzufinden haben. Die Stadien müssen die und diese Bedingungen vorweisen. Länder wie Deutschland, England, also viele europäischen Kontinentalligen, die verfügen von ihrem regulären Betrieb her bereits über Stadien, die diesen Anforderungen entsprechen, müssen die nicht unbedingt aufbauen. Bei anderen Ländern ist es durchaus der Fall, dass die erstmal eingerichtet werden müssen. Als 2002 in Asien zum ersten Mal Fußball-Weltmeisterschaft stattfand, da gab es in Japan bereits seit 10 Jahren oder gerade mal seit 10 Jahren einen professionellen Fußballbetrieb. In Südkorea war es seit 20 Jahren. Aber in diesen Ländern steht also Fußball in einem sehr engen Konkurrenzverhältnis zum Baseball in der Gunst der Aufmerksamkeit der Sportfans und entsprechend geringer von der Größe her sind die Stadien ausgestattet gewesen. Nachdem es aber zu einem kompetitiven Austragen der Spiele zwischen den beiden Ländern gekommen ist, wollte sich keines der beiden Länder dann lumpen und hat entsprechend dann also in den Bau von neuen Stadien hinein investiert. Ne? Und nur in 1 oder 2 Fällen wurden also bestehende Stadien dann in ihrer Größe ausgeweitet auf die Bedingungen der FIFA hin. So, das ist also ein Bestandteil von dem, was man gar nicht hier an diesen in dieser Kosten, was in diese Kosten mit hineinfließt. Ne? Andere Geschichten, die mit also in den Kosten drin sind, sind zum Beispiel Investitionen in die Infrastruktur, von denen ich vorhin geredet habe, ne? Was irgendwie zum Teil also als wirtschaftliche Effekte gefeiert wird, sind aber eben bestimmte Vorgaben, die geleistet werden müssen, um bestimmten Standards gerecht zu werden. Ob es also eben die Möglichkeit ist, von A nach B zu reisen, das heißt also die entsprechenden Verkehrsnetze innerhalb eines austraggebenden Landes oder einer austraggebenden Stadt müssen diesen Anforderungen entsprechen. Ob es die Ausstattung mit also Medienzentren ist, mit einer Medientechnologie, die für die problemlose Übertragung der wertvollen Bilder in die entsprechenden Kundenländer hinein verwendet werden kann. Also das sind alles weitere Investitionen, die mit sich in diesen Summen drin niederschlagen. Ein Ausreißer in der Hinsicht wäre vielleicht also Sochi, insofern also sich damit also um die bisher teuersten Investitionen in ein Sportevent gehandelt hat. Normalerweise also sind diese Rieseninvestitionen immer in der Errichtung der Sommerspiele gesehen und dann, also die Winterspiele sind entsprechend günstiger oder kostengünstiger ausgefallen, aber hier mit dem Ausbau, mit dem dieser Prestigeprojekte sind also eben auch Investitionen getätigt worden, Ausgaben getätigt worden, die also von bisher unbekannter Größenordnung gewesen sind. Und natürlich muss irgendjemand diese Investitionen tragen und schultern. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie das Ganze funktioniert, also was die öffentliche Hand macht oder was irgendwo von Sponsoren getragen wird, wo es irgendwie zu Public-Private Partnerships geben kann. Aber im Großen und Ganzen werden solche Partnerschaften zwischen Gastgebern und den Rechteinhabern vertraglich festgelegt und diese Verträge knebeln also die Gastgeber an bestimmte Bedingungen, die sie dazu zwingen, sich also eben dann auch dann entsprechend einzuspringen, wenn irgendwelche vorher angenommenen Partnerschaften oder Möglichkeiten der Kostenreduktion nicht zu erreichen sind. Das sieht man zum Beispiel also auch in der Art und Weise, wie solche also Anträge dann die Finanzkostenstruktur voraussehen. Das hier sind also eben Aggregierungen, Zusammenrechnungen der Anträge für die Olympischen Spiele 2014. Da waren als letzte Kandidatenstätten eben noch Pyeongchang in Südkorea, Salzburg in Österreich, Sochi in Russland dran. Und der Anteil, der also hier aus dem Internationalen Olympischen Komitee und aus den Sponsorengeldern der dieser Top-Partner heraus finanziert werden sollte, war also in dem Salzburger Entwurf mit 50% relativ hoch, vergleichsweise also zu den Anteilen, die also hier als Subsidies
dann wiederum aus anderen Quellen herauskommen sollten. Und so gesehen, also weil hier die Belastung also eben für die Finanzstruktur des Internationalen Olympischen Komitees entsprechend geringer ausgeschaut hat, war das sicherlich also auch ein Faktor, der eher gegen die Bewerbung von Salzburg gesprochen hat, obwohl das also auch schon die zweite oder die dritte österreichische Bewerbung für Winterspiele in der Reihe gewesen ist, die damit dann also zurückgewiesen wurde. So, also das sind also eben hier die entsprechenden Einnahmen, Erwartungen, die also eben von Markeninhabern, lokalen Sponsoren, den Ticketverkäufen an die Besucherinnen, den Steuerzahlern in Form von Subsidies und anderen Quellen, die über Mäzene, Spender und so weiter eingenommen werden sollen. Und natürlich sind also auch in diesen Kostenstrukturen, die hier aus diesem Bidbook, aus diesen Bewerbungsunterlagen herauskommen, nicht berücksichtigt die Ausgaben, die also eben in weitere Infrastrukturprojekte vorgesehen sind. Denn das ist also aus der Perspektive der Rechteinhaber der Spiele keine Investition, die für sie von Interesse ist. Ne, da geht es also um langfristige Geschichten, deren Amortisierung also auch dann wiederum in Bereiche hineinfließt, die sie vielleicht nichts eingeht. So, das sind einige dieser Kernargumente, ne, warum dann also eben trotz dieser unausgewogenen Kostenstruktur und Einnahmenstruktur Städte und Länder sich häufig also trotzdem dazu bewegt sehen, sich für solche Sportgroßveranstaltungen zu bewerben. Sie gelten also eben als Wachstumsgenerator, wie wir in diesen Folien des brasilianischen Sportministers gesehen haben, in denen also ein Event stattfindet, das Effekte zeitigt, die mit direkten Einnahmen, indirekten Einnahmen und langfristigen Wertsteigerungen zu verbinden sind. Und dadurch werden also Einnahmen für den Staat oder für die Gebietskörperschaft generiert. Sie gelten als Wirtschaftsbooster, die der Wirtschaft einen Kick geben. Sie gelten als eine Möglichkeit, mit der man sich also auch international präsentiert, als attraktiv, interessant für Investoren, für das globale Kapital. Damit stehen also Städte und Nationen dann also eben in einem direkten Wettbewerb mit anderen Städten, die ebenfalls also Interesse daran haben, hier als modern, als eine attraktive Zielordnung für Kapitalinvestitionen zu gelten, mit denen dann also mit diesen Privatinvestitionen dann herum Wirtschaftseffekte getätigt werden können. Man bedient sich also der Plattform, der Attraktivität dieser Spiele, ihrer Medienwirksamkeit, um diesen Effekt dann hervorzurufen. Damit kann man also eben auch das Image eines Landes in eine bestimmte Richtung hinein bewegen, oder man kann es zumindest versuchen. Also inwiefern also Beijing 2008 tatsächlich irgendwie so geplant gewesen ist, eine Art von internationale Charme-Offensive auszulösen oder größeres Verständnis für die besonderen Entwicklungsprobleme Chinas hervorzurufen, mag dahingestellt sein. Zumindest also aus der Perspektive der Länder, die dort also des Internationalen Olympischen Komitees oder der Sponsoren, die daran beteiligt gewesen sind, war also immer sehr klar in der Rhetorik zu vertreten, man muss China also irgendwie auch eine Möglichkeit geben, sich zu präsentieren sozusagen, also in dieser globalen Domäne der Nationen als vollwertiges Mitglied aufgenommen zu werden. Dann gelten also diese großen Infrastrukturprojekte häufig eben also auch als eine Möglichkeit, sozusagen das Bild der Stadt, genauso wie aber auch die Funktionen der Stadt zu verändern, womit bestimmte Interessen also favorisiert, bevorzugt werden, andere allerdings dagegen also unter den Tisch gekehrt werden. Häufig wird dann also eben diese Austragung der Spiele als ein Ausnahmezustand oder das Argument verwendet. Es handelt sich also um eine Ausnahmesituation, in der man also alle Ressourcen schnüren muss, alle Investitionen zusammentätigen muss, alle Kräfte also bündeln muss und eben auch bereit sein muss, bestimmte Einschränkungen in Kauf zu nehmen, die dazu führen, dass also bestimmte Teile der Bevölkerung dann also umgesiedelt werden, dass es zu einer Veränderung der Bewegungsströme innerhalb der Stadt gibt, dass es Sicherheitszonen gibt, die also mit bestimmten Benachteiligungen für die Stadtbevölkerung in Verbindung gebracht werden. Ja, und dann also eine Koalition der Mächtigen und diejenigen, die sich gerne als Macher betätigen, dann also eben auch diese Möglichkeit nutzen, über die Austragung der Spiele, der Sportgroßveranstaltungen, dann also Veränderungen durchzupeitschen, die ansonsten also in einem demokratischen Prozess sehr viel mehr an Fragen, an Widerstand, an Problemen mit sich bringen würde.
So gesehen also funktionieren die Sportgroßveranstaltungen also auch immer als eine Kommunikationsplattform, die also genutzt werden soll, um bestimmte Messages über den Entwicklungsstand, über die Modernität, die Attraktivität eines Landes nach außen zu transportieren, in denen die Leistungsfähigkeit zum Ausdruck gebracht werden soll, in denen also auch klar gemacht wird, wir gehören zu euch, wir gehören zu den anderen Host Cities, zu den anderen Host Nations, die bereits also eben aufgrund ihrer Leistungen, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Kreis tätig gewesen sind. Wir sollen weiterum also auch unter Beweis legen, dass man liefern kann, dass man zuverlässig ist, dass man also sich auf einen verlassen kann und damit also auch entsprechende Dimensionen der Entwicklung erreicht sind. Nach innen hin soll also auch mit diesem positiven Aspekt, ne, des Entwicklungs der, oder der Assoziation von Entwicklung und der Sportgroßveranstaltungen dann also darüber hinweggeholfen werden, dass in vielen dieser in vielen Ländern also eben auch unterschiedliche Lager und unterschiedliche Positionen vertreten sind. Und dann also eben mehr mit dieser Gemeinsamkeit, also ein Lokalstolz, ein Zusammengehörigkeitsgefühl hervorgerufen werden soll, dass über diese Gräben zwischen denjenigen, die also stärker von dieser Veränderung innerhalb der Stadt oder des Landes profitieren und denjenigen, die stärker davon benachteiligt sind, also darüber hinweg täuschen. Also wie zum Beispiel also auch in zahlreichen Graffiti in brasilianischen Städten zu sehen. Hier also eine Frage, die also mit dem zusammen mit dem Neubau des Maracana, des großen Stadions in Verbindung steht. Also das Stadion gehört uns, ne? Und dieser Spruch, der also hier eigentlich also für die Fußballfans und damit also aufgrund der symbolischen Bedeutung des Fußballs für Brasilien eigentlich für das Volk stehen sollte, wird aber hier also in den Mund gelegt von denjenigen, die als Investoren dahinter stehen. Ja, und zu den Kosten kann man also eben sagen, nicht nur, dass also eben vieles von dem, was hier also an Erwartungen projiziert wird, den realistischen Entwicklungschancen bei weitem überschreitet, sondern auch, dass also eben die Kosten, die mit der Austragung in Verbindung gebracht werden, häufiger also eben viel geringer angegeben werden. Das ist also eine typische Entwicklung, die man in all diesen Jahren, in denen man sich also die Diskurse der Bewerbungen für solche Sportgroßveranstaltungen anschaut, feststellen kann. In der Regel werden die Kosten immer unterschätzt und die Einnahmen, die Benefits werden also maßgeblich überschätzt. Ne? Das sehen Sie zum Beispiel also hier an der Entwicklung der Kosten für die Austragung der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika 2010. Das waren also die original, also die Kosten, ne, mit denen damals also auch die Bewerbung angenommen wurde. Ne? Und das waren dann also ungefähr die Kosten kurz vor der Fertigstellung der Infrastruktur, die also hier um den Faktor 10 ungefähr, ne, den ursprünglichen veranschlagten Kosten überstiegen haben. Und ganz interessant ist also auch eben die Art und Weise, wie also hier Entwicklungschancen und Teilhabe dann also eben an den Kosten der Spiele zum Ausdruck kommen. Wenn also 1990 für den italienischen Fußball World Cup eine Person in Italien, ne, 2 Stunden brauchte, um sich also das Ticket zu einem Spiel zu verdienen, dann musste das also in Frankreich 8 Jahre später ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 3,2 Stunden machen. In Japan waren es 18,7 Stunden und im Vergleich dazu in Südafrika musste also eben gemessen an den durchschnittlichen Löhnen fast 2 Wochen lang gehackelt werden, damit man also auch sich den Luxus erlauben konnte, an einem der Spiele vor Ort teilzunehmen. So, hier sieht man also eben auch, dass also irgendwie diese Kosten, ne, die wir vorhin nochmal, erinnern Sie sich an diese Gegenüberstellung, ne, für die Kosten der Weltmeisterschaften, ne, bei 3,5 Milliarden für Brasilien sehen, was das eigentlich nur auf die Stadien beruhen. Auch da hat es also eben in dieser Folie von dem brasilianischen Sportminister Kostenvorstellungen gegeben, in denen irgendwie 50% von privaten Kräften getragen werden, 25% von Public-Private Partnership Arrangements und weitere 25% dann also irgendwie dem Steuerzahler überlassen werden sollten. In Wirklichkeit hat sich also aus diesen Fällen heraus sehr wenig ergeben und der Großteil muss dann also eben auf
wiederum von den Steuerzahlern bezahlt werden. Und das sind die weiteren Kosten, die also alle mit in die Austragung der Weltmeisterschaft Brasilien 2014 hineingeflossen sind. Was irgendwie also interessant dabei ist, ist natürlich irgendwie dieses Argument, ne, der Organisationen wie IOC oder FIFA, die also sagen, es betrifft uns ja eigentlich nicht, wie ihr die Spiele austragt. Kein Mensch sagt, ihr müsst 11 Stadien bauen. Kein Mensch sagt euch, ihr müsst irgendwie in eurer Hauptstadt ein Stadion bauen, wo es keinen Fußballverein gibt. Ne? Das sind die Entscheidungen, die die lokalen Gastgeber treffen und betreffen unsere Kostenwahrheit nicht. Ne? Was allerdings irgendwie auch nicht zum Ausdruck bringt, ist, dass also FIFA und ähnliche Organisationen, also wenn sie diese Verträge mit den Gastgeberländern abschließen, dann also auf eine ganze Reihe von Faktoren bestehen, die darauf zu führen, dass sie von der Steuerpflicht in den Ländern auf alle Güter und Dienstleistungen, die mit diesen, der Austragung der Events in Verbindung sind, befreit werden. Und das führt dann also auch dazu, dass ein Unternehmen, das wie FIFA, also im Jahr 2013, das ist vor dem Jahr einer Fußballweltmeisterschaft gewesen, rund 1,4 Milliarden Einnahmen zu verzeichnen, hatte nur 17 Millionen, also ungefähr 0,1%, ne? 1 Promille Steuerleistung in der Schweiz gemacht hat. Dass der Umstand, dass also hier 2,6 plus 1,4, 4 Milliarden an Einnahmen im Jahr 2014 in Brasilien gewährleistet wurden, dann also eben sich nicht für die brasilianischen Steuerzahler niedergeschlagen hat, das wird dann also auch aus der Perspektive des Sportministers gerechtfertigt damit, dass ja also eben doch viel, viel mehr zu erwarten ist aus diesen stimulierenden Effekten, die mit der Austragung der Spiele in Verbindung gebracht werden. Und auch da zur Erinnerung wieder die Berechnungen des brasilianischen Wirtschaftsforschungsinstituts, die also hier von knapp 30 Milliarden US-Dollar an direkten Effekten gerechnet haben. Ja, also warum das also das Ganze sich so intensiv, so positiv darstellt als Geschäftsmodell für FIFA oder IOC in einer etwas überspitzten Form hiermit zusammengefasst, in denen also praktisch alle Einnahmen, die mit den Events in Verbindung gebracht werden, dann also direkt an die Rechteinhaber zurückgehen mit geringfügigen Kickbacks-Zahlungen, die dann wieder also an den Gastgeber hineingehen. Die Sponsoren haben ein großes Interesse daran, hier also mit diesen Events, den Produkten assoziiert zu werden und zahlen halt eben also riesige Summen an die Rechteinhaber, ne? Wie also auch die Medien. Ne? Die für die Durchführung benötigten also Rohmaterialien, das sind in dem Fall also eben die Spieler, sind relativ kostengünstig. Ne? Also Sport an und für sich von seiner Produktion her als Fernsehcontent ist relativ billig herzustellen. Und natürlich gibt es also jetzt eine ganze Reihe von Ländern, die daran interessiert sind, sich an diesen diesen Turnieren zu beteiligen und sind auch wiederum dann also, wenn sie dieses Privileg bekommen oder das Prestige, daran interessiert, dafür zu investieren und dafür zu sorgen, dass ihre Bevölkerung dann also auch diesem Investment zustimmt. Und FIFA oder auch das IOC selber investiert wenig in diese Länder hinein. Natürlich, um gerecht zu sein, man muss schon sagen, dass also irgendwie jetzt ein Vertreter von FIFA sich hier aufstellen würde und sagen würde, was ist also mit der halben Million US-Dollar, die wir tagtäglich für die Finanzierung des Fußballs in der Welt ausgeben? Ne? Oder die würden sich aufstellen und sagen, was ist mit diesen 2 Millionen, die wir tagtäglich ausgeben für die Austragung eines internationalen Turniers? Sind das keine Rückzahlungen? Also das sind also Geldflüsse, die also aus der Perspektive des Unternehmens, der FIFA heraus, also durchaus etwas mit Investitionen in den Gastgeberländern und anderen Ländern zu tun haben. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Weitere Folgekosten, die also eben neben der Verschuldung der öffentlichen Haushalte als reguläre Effekte der Austragung von Sportgroßveranstaltungen zu beobachten sind, haben etwas mit einer ungleichen Regionalförderung zu tun, mit der also eben aufgrund dieser über Jahre hinweg stattgefundenen Investitionen für ein Event in eine Region hinein, also bestimmte Bestandteile einer lokalen Wirtschaft, stärker gefördert werden als andere.
Verbunden sind damit häufig also eben soziale Kosten, die in Kauf genommen werden müssen für diesen Ausnahmezustand. Enteignungen, Umsiedlungen in größeren Stile sind also seit in Olympischen Spielen, seit Seoul irgendwie auch regelmäßig dokumentiert und dürften also mit kolportierten, dürften also auch ihren traurigen Höhepunkt dann in dem Umbau der Stadt Beijing erreicht haben. Mit dieser Umsiedlung werden also auch häufig auch traditionelle lokale Nachbarschaften, funktionierende Gemeinschaften dann zerstört. Es kommt zu einer Gentrifizierung, zu einer entsprechenden Aufwertung von Stadtteilen und damit also auch der entsprechenden sozialen Segregation, in denen der Zuzug, die Nutzung der Immobilien dann also eben nur für eine neue, aufstrebende, begüterte Mittelklasse und Oberschicht möglich ist. Damit verbunden ist dann also auch häufig auch Sonderrechte, Privilegien, Sonderzonen, Exklusivitätszonen, Privilegien für Sponsoren oder für Personen, die also bestimmten Kriterien entsprechen und andere, die also eben nicht diese Kriterien entsprechen, werden dann also von diesen Zonen dann massiv festgehalten. Es kommt also durch diese Position, diese Politik des Ausnahmezustands zu einer Gefährdung von demokratischen Prozessen, von den wichtigen Elementen der Mitbestimmung oder auch der Souveränität der Bevölkerung in Fragen über die Entscheidung der Politik. Umweltbelastungen sind ein weiterer Faktor, der also auch in die Negativbilanz der Austragung von Sportgroßveranstaltungen mit hineingerechnet werden muss, trotz eines expliziten Bekenntnisses von den Olympischen Spielen oder der Fußballweltmeisterschaft zu den sogenannten grünen Spielen. Ja, und natürlich irgendwie auch eine wichtige Geschichte für mich eigentlich aus einer entwicklungspolitischen Dimension ist, also dass mit diesem Transfer, ne, der Spiele und der damit assoziierten Werte und Praktiken und Werbungen und Messages eine ganze Reihe von also Erziehungsarbeiten, ne, in den Ländern des globalen Südens stattfindet, die also auch eine Einbindung in globale Konsummuster mit sich bringen, die also auch einen bestimmten Lebensstil, bestimmte Vorstellungen einer kompetitiv organisierten Wirtschaftswelt dann also auch zu einem normativen Muster in Ländern macht, die also in einem Entwicklungsschritt versuchen, dann diesem Muster zu entsprechen. Das ruft zum Teil aber auch Proteste hervor, wie man also in den letzten Jahren immer wieder dann in den einzelnen gastgebenden Ländern oder in den Städten stattfinden konnte, wie hier also in Vancouver, wo sich also die Natives, damit sind also die First People genauso gemeint wie auch die Leute, die in Vancouver leben und sich gegen den massiven Rückbau einer Sozial- und Wohlfahrtspolitik gewehrt haben, weil also eben hier Mittel für die Ausrichtung der Spiele benötigt wurden. Das hat man also auch hier, fuck the Olympics, ne, mit dieser deutlichen Botschaft an einer Ziegelwand in London gesehen, in der also gegen diese Gentrifizierung, die Aufwertung, ne, eines bestimmten Stadtteils gewettert wurde, oder diese Proteste, die 2013 während des Föderationscup in Brasilien stattgefunden haben, oder weitere Graffitis, wie hier aus Brasilien, die also zeigen, dass also hier einerseits aus der Perspektive der betroffenen Bevölkerung, der sozial Ausgeschlossenen, die Party finanziert wird mit weiteren Einbußen oder Einschnitten für ihre eigenen sozialen und Entwicklungschancen. Und das hat dann vielleicht etwas damit zu tun, dass also eben die Städte, die sich nach wie vor für die Ausrichtung von solchen Sportgroßveranstaltungen interessieren, dann also, oder die Länder, ne, zunehmend dann also eben diesen Trend zeigen, in diesen globalen Süden oder in den globalen Osten hinein sich zu verschieben. Also die Farben, die hier mit den Ländern oder mit den Städtenamen zum Ausdruck gebracht werden sollen, die sich für die Sommerspiele oder die Winterspiele von 2000 bis 2022 beworben haben, stehen also in einem direkten Zusammenhang mit dem Human Development Index und der entsprechenden Darstellung, also die dann hier hell grün oder gelb, also mehr in das hellere Spektrum hinein, und jetzt, das sind also Länder, die eher in Bereichen angesiedelt sind der Welt, die sich demokratiepolitisch in einem Entwicklungszusammenhang, in Entwicklungsstadium befinden oder diesen erst noch gar nicht erreicht haben, die also mehr von autoritären Systemen regiert werden, in denen dann also auch diese Assoziation mit den
Sportgroßveranstaltung für die Legitimation der Machtansprüche von den autokratischen Herrschern, ihren Parteien, ihren Systemen, ihren Klicken genutzt werden sollen. Das sind dann also auch Länder, die also eben verstärkt sich gegen die Opposition mit unterschiedlichsten Mitteln durchsetzen können. Und vielleicht werden Sie es mitbekommen haben, dass im letzten Jahr in Wien eine Abstimmung stattgefunden hat, die dazu geführt hat, dass also 2026 definitiv Wien nicht unter den Kandidatennamen zu finden sein wird, in der also der Großteil der Bevölkerung sich dagegen ausgesprochen hat, aus den unterschiedlichsten Gründen auch immer. Also als Fazit kann man sagen, dass also hier der Sport und seine Sportdachverbände sicherlich von der Austragung, von der Organisation der Sportgroßveranstaltungen profitieren. Fernsehsender mit ihren Geschäftsmodellen werden auch davon profitieren, die es also schaffen dann also für ihre Einnahmen, im Gegenzug dann also eben Sendezeiten, Werbezeiten zu verkaufen, wo also eine Minute dann irgendwas im sechsstelligen Bereich kosten dürfte. Ne? Die Marketingpartner, die Werbekunden, nehme ich mal an, werden wohl auch davon profitieren können. Wie Werbung genau funktioniert, ist mir persönlich immer etwas rätselhaft, aber es wird schon gute Gründe geben, dass sich also Unternehmen überlegen, über einen längeren Zeitraum hinweg dann also solche Millionenbeträge in die Assoziation mit dem Sport hinein zu investieren. Dass es manchmal aber auch irgendwie zu einem Auslaufen kommt, wenn also eben diese Großorganisationen dann aufgrund von Korruptionsverdacht oder Korruptionsfällen oder aufgrund der Assoziation mit diktatorischen Systemen oder autokratischen Herrschern dann also eben auch den Werbewert für ihre Sponsoren gefährden, hat man in den letzten Monaten gesehen, in denen beispielsweise Sony, ein langjähriger Partner der Fußball-Weltmeisterschaften, sich also aus diesen Verträgen mit der FIFA herausgezogen hat. Das IOC macht derzeit eine Image-Korrektur durch, von der FIFA wahrscheinlich also noch ein paar Jahre entfernt ist, aber es dürfte zu erwarten sein, dass also die entsprechenden Reformbewegungen dann also auch zu Veränderungen in einer neuen Generation von Funktionären im Fußballverband führen wird. Die Kosten also nach all dem, was man aus diesen Geschichten heraus sehen kann, ist ganz klar, dass also unterm Strich letztendlich immer der Steuerzahler, also und das häufig dann also auch über Generationen hinweg, mit den Kosten für die Austragung der Spiele, für die Investitionen in die Infrastruktur konfrontiert ist. Und diese Art von Festlegung von öffentlichen Mitteln für bestimmte Zwecke führt dann also eben auch zu einer entsprechenden Reduktion der zur Verfügung stehenden Mittel, die in Bildung, Erziehung, Kultur, Wohlfahrtssektor zur Verfügung stehen würden. Für manche Länder können sich das eher leisten. Und die betrachten das dann also vielleicht irgendwie unter dem Gesichtspunkt, es ist eine Werbung, es ist eine Zukunftsinvestition. Man renoviert die Stadt, man bereitet sich irgendwie auf ein neues Publikums- oder wirtschaftliches Handelnsumfeld vor. Aber die Renditen sind in jedem Fall unsicher und für viele Länder ist dieses Geschäftsmodell ausgesprochen ungeeignet, weil einfach also eben diese Infrastruktur gar nicht vorhanden ist und die entsprechenden Investitionen damit dann also auch überproportional eine hohe Belastung für die öffentlichen Kassen darstellen würden. Also was man häufig so in dieser wissenschaftlichen Literatur über Sport für Entwicklung und Frieden drin sieht, ist ein bisschen ein Versuch, der etwas Hoffnungs auch noch zum Ausdruck zu bringen. Das ist die Art und Weise, wie also eben Sport als Kommunikator durchaus also auch eine Bühne darstellt, in der auf bestimmte soziale Probleme aufmerksam gemacht werden kann. Dass FIFA mit Football for Hope, dass die IOC, also der Olympische Verband mit Sport for Development and Peace oder Sport Development through Sport, ne, also auch sich in bestimmten Bereichen engagiert, die also versuchen, den Sport für entwicklungspolitische Zwecke zu nutzen, zeugt von einer gewissen Art und Weise, wie also auch diese Verbände versuchen, dieser Logik zu folgen. Die Umsetzung allerdings führt dann häufig also auch wiederum zu neuen Problemen, über die wir dann gerne noch sprechen können. Und damit also zum Abschluss dann also auch noch hier eine Darstellung, die also dieses Verhältnis, ne, von Kapital des globalen Nordens und der Austragung der Spiele im globalen Süden zum Ausdruck bringt. Und eigentlich gilt das auch für mich
Nein, für mich eigentlich nicht. It wasn't business doing pleasure with you. It was pleasure doing business with you. Aber von hier war es eben auch ein Geschäft, diese Unterhaltungsökonomie im Süden stattfinden zu lassen. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Kommentare und Fragen. Sonst können wir nicht das ist der ins Projektor, Publikum oder? Schauen. Ja. Wenn Sie sich setzen, dann geht, sind Sie aber gerade ja, ja, aber es ist auch für Sie unangenehm, oder? Geht? Das geht, ja. Ja. Gut. Ich danke Ihnen herzlich und ich freue mich auch, dass man Ihrem Vortrag sehr gut folgen konnte und dass er sprachlich wirklich sehr angenehm war. Das ist bei Universitätsprofessoren nicht selbstverständlich. Ja, ich muss einen Schluck nehmen, dass der Hals nicht so kratzt. Ja, ich bitte um Ihre Fragen. Bitte, aha. Die erste Frage, Sie sagten dort, Sie sagten beim Vortrag, also dass praktisch der Sport profitiert hat. Der ganze Sport? Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel der Breitensport wirklich davon profitiert hat. Ich glaube, da hat eher der Spitzensport profitiert. Dass die Verbände profitiert haben, das ist sicher. Unser Problem ist, die Verbände sind zum Teil ziemlich korrupt. Die FIFA bitte mit Herrn Sepp Blatter bitte gilt inzwischen schon als eine der korruptesten Veranstaltungen überhaupt. Und auch das Internationale Olympic Committee ist auch nicht gerade unbedingt ein Hort der Unbestechlichkeit, oder? Ja, also Sie haben durchaus recht, was Ihre Vorwürfe angeht. Ich bin dann etwas vorsichtiger in der Formulierung, weil die entsprechenden Verbände eben auch bekannt dafür sind, dass sie durchaus also auch sehr klagewütig sind. Ne? Und, ne? Also ich kenne da schon Leute, die sich das also irgendwie auch Zeit ihres Lebens sich damit bemüht haben, also mit diesen Kartellen, ne, mit der Absprache, mit der Korruption auseinanderzusetzen, die das also auch irgendwie sehr stark dokumentieren in Form von Publikationen, von Büchern für das allgemeine Publikum in Fernsehaufnahmen, Beiträgen. Letztendlich aber hat das also weniger, also es hat zu keinen rechtlichen Konsequenzen geführt, letztendlich aber doch immerhin zumindest also zu einem Umdenken der heutigen Generation in der Art und Weise, wie das Olympische Komitee gefördert wird. Es gibt seit einigen Wochen eine neue Absichtserklärung, die nennt sich Agenda 20 plus 20. Das sind 40 Faktoren, in denen also auf eine Verbesserung der Organisationsform des Komitees für die Bewerbung ab 2020 gesetzt werden soll. Inwiefern die umgesetzt werden, bleibt noch abzuwarten. Ne? Dann also auch die Frage, in welcher Sport profitiert, in welchem Ausmaß. Ne? Wir haben sicherlich also auch durch diese Art von Hyperfokussierung auf den Fußball beispielsweise eine Art von Monokultur in verschiedensten Ländern, in denen also der Großteil des Sportbudgets, ne, in eine einzige Sportart hineingeht. Von Afrika haben wir das gehört vor 14 Tagen. Das ist richtig. Ne? Und der zweite Punkt, also die Frage, inwiefern tatsächlich der Breitensport im gleichen Ausmaß profitieren würde. Also da können Ihnen sicherlich also auch Sportfunktionäre aus den Ländern des globalen Südens ihr Leid vorsingen, wie sehr also eben bestimmte Sparten oder bestimmte Bereiche dann also eben vollkommen ausgeschlossen werden, die nichts bekommen quasi. Ne? Für Frauenfußball beispielsweise in Afrika, da gibt es dann entsprechende leere Kassen. Ne? Hm. Ja. Und da bist du mit Jamaika und am zweiten Mal, glaube ich, um eine Mannschaft, die im Boxsport aktiv war. Und da wurde die auch geschildert, bitte, wie sie zum Geld bekamen. Das dürfte wahrscheinlich ziemlich exemplarisch sein, oder? Ich glaube, exemplarisch. Abfahren und den Motorsport antraten und kein Geld bekamen. Die bekamen kein Geld. Und die Sorge ist die, während hingegen zum Beispiel für Leichtathletik, wo Jamaika relativ stark war, das heißt richtige Fokussierung auf eben Leichtathletik, die hat natürlich genügend Geld, aber die bekamen kein Geld und wie die Burschen improvisiert haben. Der Film ist wirklich lustig
und herrlich zum Anschauen. Ich konnte mir vorstellen, dass der tatsächlich realistisch ist, oder? Also ich weiß nicht, was realistisch ist, dass irgendwie ein Hubertus Hohenlohe irgendwie Skiabfahrt, eine Abfahrt oder ein Slalom, ne, für Mexiko gestartet ist, oder dass eine international bekannte Violinistin, die also in den USA groß geworden ist, dann also irgendwie im letzten Jahr offenbar für das Heimatland ihrer Großmutter